Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. In dem heutigen Video geht es um Weihnachtsgeschenke für eure bessere Hälfte, für eure Frau, Freundin, für einfach den Menschen, der bei euch ist. Dementsprechend hier ein paar Tipps von mir. So Leute, wie mir drum gesagt, in diesem Video habe ich ein paar Tipps zusammengesucht für ein schönes Weihnachtsgeschenk für eure bessere Hälfte, für eure Frau, Freundin etc. Und dementsprechend gehen wir die Sachen einfach mal durch. Ich habe die Sachen auch aus erster Quelle, quasi meine Frau hat mir die Tipps gegeben und ich denke, damit seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Es sind auch relativ sichere Sachen dabei, aber der ein oder andere, der wirklich dann da steht und weiß nicht genau, was er machen soll, vielleicht habt ihr damit nochmal einen Tipp mehr und seid auf jeden Fall dementsprechend goldrichtig und die Freundin oder die Frau freut sich darüber extrem. Dementsprechend fangen wir einfach mal an mit dem ersten Punkt. So, Leute, der erste Punkt ist das Thema Make-up. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich habe keine Ahnung von Make-up. Weder von wie was funktioniert, wie was aufgetragen wird oder sonstiges. Aber ich weiß, eine Frau freut sich immer mega über einen schönen Lippenstift. Ich würde euch empfehlen, einen wirklich hochwertigen Lippenstift zu verschenken. Von Chanel, von Dior, von Yves Saint Laurent, von MAC. Das sind so Marken, womit eine Frau wirklich immer so kleine Glitzer, kleine Sternchen in den Augen bekommt und sich extrem darüber freut. Ein Lippenstift von Chanel zum Beispiel ist auch für sie was ganz Besonderes. Und die sind wirklich nicht allzu teuer. Kosten natürlich auch schon ein paar Euro, aber im Endeffekt werdet ihr davon nicht wirklich bitterarm. Und eine Frau freut sich darüber extrem. Dementsprechend seid ihr mit sowas auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Alles andere an Sachen, Schminke würde ich persönlich die Finger von lassen, weil ich mich damit selber nicht auskenne. Glaubt es mir, über einen schönen Lippenstift freut sich extrem und damit seid ihr schon mal in der richtigen Richtung und auf jeden Fall schon mal ein Geschenk weiter für sie. Machen wir weiter mit dem nächsten Punkt. Der nächste Punkt ist das Thema Parfum. Gut, Parfum ist ein sehr weitläufiger Begriff. Was kauft man etc.? Ihr habt zwei Möglichkeiten, das Ganze anzugehen. Entweder ihr geht in die Parfümerie und fragt dort die Verkäuferin, lasst euch ein bisschen beraten. Ideal wäre es, wenn ihr ihre Parfums so ein bisschen aufschreibt, sodass ihr mit der Mitarbeiterin auf jeden Fall so ein bisschen was durchgehen könnt und sie ein bisschen das einschätzen können, was eure bessere Hälfte für Parfum gerne trägt. Und natürlich, der Duft muss euch gefallen. Ihr müsst sie natürlich auch gut riechen, ne? Das ist natürlich auch wichtig. Die zweite Möglichkeit ist natürlich, guckt genau, welches Parfum sie super gerne trägt und super häufig benutzt. Meistens sind die auch nicht immer ganz voll. Dementsprechend kauft ihr ihr Lieblingsparfum einfach nochmal nach. Damit seid ihr auch auf der sicheren Seite und es ist wirklich ein ideales Weihnachtsgeschenk. Sie wird sich sehr darüber freuen. Und das sind auf jeden Fall zwei Möglichkeiten, wie ihr das Ganze mit Parfum auf jeden Fall richtig gestalten könnt. So Leute, kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist natürlich das Thema Gutschein. Ist ein sehr, sehr weitläufiger Begriff wie das Thema Schminke auch, aber Gutschein, was schenkt man ihr jetzt für einen Gutschein? Tankgutschein, Gutschein vom Lidl? Nein, ihr solltet ihr entweder einen Gutschein von Douglas zum Beispiel schenken, weil damit kann sie unheimlich viel anfangen. Sie kann das Ganze weiter verschenken, sie kann für sich Parfüm kaufen, sie kann für sich Schminke kaufen. Sie hat verschiedene Möglichkeiten, das Ganze für sich zu nutzen. Oder ihr schenkt ihr einen Gutschein vom Friseur. Glaubt es mir, jede Frau liebt es, zum Friseur zu gehen und danach wirklich gut gelaunt nach Hause zu kommen. Macht einen Gutschein bei ihrer Friseurin aus, einen Termin etc. Je nachdem, guckt einfach, aber einen Gutschein vom Friseur seid ihr auch auf jeden Fall auf der richtigen Seite und ihr macht damit auf jeden Fall nichts verkehrt. Kommen wir zum nächsten Punkt und der nächste Punkt ist natürlich das Thema Beauty und Wellness. Wenn ihr sowas verschenken solltet und da gibt es verschiedene Sachen, ob es jetzt ein Wochenende ist, ein Stunden, einfach nur eine Stunden-Session oder ein Tages-Session etc. Mit Beauty und Wellness macht ihr auch nichts verkehrt und eine Frau freut sich darüber extrem, einfach mal ein bisschen Zeit für sich zu verbringen, wo auf sie eingegangen wird, sie wird ein bisschen verwöhnt etc. von diesem Beauty und Wellness Center. Dementsprechend, sowas ist auch ein ideales Weihnachtsgeschenk und jede Frau freut sich darüber extrem. Dementsprechend, das könntet ihr auch machen. Glaubt mir, damit seid ihr auch auf dem richtigen Weg. Als nächstes würde ich euch empfehlen, entweder eine Reise, ein Tagestrip, ein Essen, etwas Zeit mit eurer Frau zu verbringen, ist wirklich ein ideales Geschenk. Ihr müsst das Ganze nicht in einem Gutschein, ihr könnt einfach was buchen etc. Sie einfach auch einfach mal überraschen. Sagt, hey, ich habe eine Überraschung für dich,
Ich kann dir da jetzt noch nicht genau sagen, was ich dir geschenkt habe, sondern es ist alles geplant. Glaubt es mir, eine Frau liebt es, wenn sie überrascht wird. Und dementsprechend, wenn ihr sowas einfach für sie plant und sie kann das Ganze mit euch zusammen einfach genießen, ist ein super schönes Geschenk. Da entstehen Erinnerungen, da entstehen schöne Momente und eine Frau freut sich darüber extrem. Dementsprechend macht ihr mit sowas auf jeden Fall nichts verkehrt und seid auch da auf der goldenen oder auf der richtigen Seite. So Leute, der nächste Punkt ist eigentlich was ganz Einfaches und zwar ist das ein Fotobuch. Ich weiß, als Mann kann man damit nicht so viel gerade anfangen. Ich gucke mir sowas zwar ganz gerne an, aber ich bin zum Beispiel viel zu faul, sowas zu erstellen, aber eine Frau freut sich über sowas extrem gerne. Ihr braucht doch gar nicht alte Fotos raussuchen, sondern nehmt einfach euer Handy, markiert irgendwie einen Ordner und speichert die da drin alle ab. Das geht super einfach, super schnell und ihr könnt ihr wirklich damit eine riesige Freude machen und ist auch einfach gemacht. Dementsprechend, wenn ihr sowas verschenken solltet, ein Fotobuch, auch darüber würde sie sich extrem freuen. Und dann kommen wir schon zum letzten Punkt. Der letzte Punkt ist natürlich das Thema Schmuck. Thema Schmuck ist ein bisschen schwierig. Auch da kann ich euch nicht genau sagen, was ihr euch schenken solltet. Guckt einfach, was ihr für Schmuck trägt. Zum Beispiel, wenn sie jetzt silbernen Schmuck trägt, kauft ihr keine goldenes Halskettchen. Es muss ja nicht echtes Gold sein oder sonstiges, aber kauft ihr keine goldene Kette, wenn sie silbernen Schmuck trägt. Es muss zu ihr passen. Guckt einfach, schönes kleines Schmuckstück, freut sich eine Frau auf jeden Fall safe drüber, aber wie gesagt, seid sicher, dass das Ganze zu ihr passt, da macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt. So, ich habe jetzt bewusst auch so Dinge wie iPhone, eine Rolex oder sonstiges rausgelassen, weil das den Rahmen auf jeden Fall sprengen würde. Natürlich würde sich eine Frau aber auch über sowas freuen, aber ich denke, das Ganze soll noch irgendwo im Rahmen sein, dementsprechend habe ich solche Themen gar nicht mit reingenommen. Ich denke, mit diesen Dingen, die quasi alle in einem relativ gleichen Preissortiment spielen können, wie gesagt, so ein Tagestrip oder eine Reise, ist natürlich nochmal viel weitläufiger, aber alles andere ist so ein gewisser Preisrahmen und da habt ihr wirklich die Qual der Wahl, was ihr von den Dingen nehmt. Glaubt es mir, sie freut sich über fast jedes davon oder eigentlich über jedes. Dementsprechend mit diesen Dingen könnt ihr auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Dann habe ich noch das Thema Klamotten auf dem Schirm. Und zwar Klamotten generell. Und ich habe sie gefragt, hey, sollte meine Frau nicht Klamotten schenken? Und sie sagte, nein, auf keinen Fall, weil es viele Dinge gibt, die einfach dagegen sprechen. Passen die Klamotten? Gefallen dir die Klamotten? Ist es das, was sie vielleicht gestern wollte? Dann heißt es noch lange nicht, dass sie das heute noch will. Dementsprechend, wenn ihr euch 110%ig sicher seid, dass sie das unbedingt haben möchte, dann könnt ihr Klamotten verschenken. Ansonsten habt ihr mit den anderen Dingen super ideale Punkte, mit denen ihr ausweichen könnt und dementsprechend auf jeden Fall was richtig macht und eure Frau sich darüber extrem freut. Und ja, das war's mit meinen Tipps zu dem Weihnachtsgeschenk für eure bessere Hälfte. Lasst mich gerne in den Kommentaren wissen, ob ich euch damit helfen konnte. Wie gesagt, das ist für mich ein Punkt, wo ich jedes Jahr immer wieder sehr, sehr Schwierigkeiten habe. Und dieses Mal habe ich einfach nachgefragt und das Ganze gebe ich an euch weiter. Dementsprechend seid ihr damit auf jeden Fall safe und seid gut vorbereitet fürs Weihnachtsfest. So Leute, das war's jetzt mit dem Video. Auch heute habe ich wieder eine Kleinigkeit im Weihnachtskalender. Ich verlose passend zum Thema einen 20€ Douglas-Gutschein. Das Ganze kennt ihr, folgt dem Kanal, lasst einen Kommentar da und innerhalb einer Woche werde ich den Gewinner auslosen, sodass derjenige den Gutschein noch vor Weihnachten bekommt. So, ich wurde auch noch gefragt, die anderen Sachen, die ausgelost wurden, findet ihr alle unter den Videos. Dementsprechend guckt da einfach nach, ob da euer Name, ob ihr gezogen wurdet. Dementsprechend kontaktiert mich dann einfach, falls der Fall ist, einfach via Instagram und dann lasse ich euch die Sachen zukommen. So Leute, ich bin raus, wir sehen uns morgen wieder. Peace Leute, ciao.